Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begleite dieses Mal einen Auspuffumbau erneut beim 3er Coupé. Und zwar ist es ein 325 iCoupé mit dem N53 Motor drin. Und ja, der Kollege hat sich bei YouTube bei mir gemeldet und also wir sind auch wieder zu Hamburg East Customs gegangen. Weil er auch aus dem Norden kam, lag natürlich nahe, dass wir das machen. Und er hatte schon mal den Mittelschalldämpfer und den Endschalldämpfer umbauen lassen, vorher von einer Firma bei sich irgendwo in der Nähe, irgendwo Oldenburg oder sowas. Als wir alles auseinandergebaut haben und bei ihnen den Umbau machen wollten, war echt die Scheiße zu sehen. Also die haben echt extrem schlecht gearbeitet, das war echt super viel Fusch. Ich werde dir gleich noch ein paar Bilder und Videos zeigen, aber so ein bisschen erzähle ich jetzt mal so zu dem Ganzen, was jetzt euch erwartet. Und zwar, es war ein relativ langer Tag, das Ganze. Wir haben uns morgens getroffen, haben ein paar Aufnahmen gemacht von seinem aktuellen Update, so von dem Umbau, den er schon mal machen ließ. Und eigentlich war sein Ziel, nur noch die Nox rauszuschmeißen und den Rest so zu lassen, wie er es hatte. Und das Setup war zu dem Zeitpunkt Serien-Endschalldämpfer bearbeitet, Mittelschalldämpfer bearbeitet. Und dann wollte er nur noch die Nox raushaben. Es handelte sich bei dem Wagen um einen N53 im 325i E92 Coupé. Und einige werden sich wundern, aber es ist lustigerweise genau die gleiche Karre, die auch der letzte Umbau hatte. Also nicht wundern, es ist ein anderes Auto und ein anderer Umbau, aber eigentlich wird doch das gleiche gemacht. Genau, was haben wir? Wir haben auf jeden Fall uns vorher getroffen. Der Kollege kam hier auch aus dem Norden und wir haben uns, oh, weiß ich gar nicht, um 8 oder so haben wir uns getroffen und haben ein paar Aufnahmen gemacht von seinem aktuellen Stand, wie das Ganze klingt und so weiter. Und dann haben wir angefangen umzubauen. Der Kollege hatte sich auch angeboten, mal meine Kamera ein bisschen zu bedienen und mal ein bisschen mein Auto zu filmen. Aber das wird noch ein anderes Video und mal schauen, da werde ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Ansonsten geht es jetzt zu dem Umbau an sich. Also es gibt eigentlich genug zu zeigen, aber ein bisschen mehr zu erzählen zu der ganzen Nummer. Und zwar war das nämlich so, wir haben dann angefangen, die Leute bei Hamburg East Customs haben angefangen, alles auseinanderzubauen. Die Nox-Cards waren relativ schnell entfernt, das ist eigentlich auch relativ problemlos. Bloß dann fing es an, haben wir uns den Mittelschalldämpfer angeguckt und der war einfach mal völlig, 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 völlig verkackt. Also die Leute, die geschweißt haben, ich glaube, das sah aus, als hätte es ein Anfänger gemacht und die hatten irgendwie keine große Ahnung von sage ich mal, Auspuffumbauten. Also das war extrem unprofessionell gearbeitet, das Ganze. Ich werde gleich mal ein paar Fotos und Videos, ein paar Aufnahmen einblenden, während ich das Ganze erzähle. Und das ist einfach, man sieht extrem krass, wie schlecht gearbeitet wurde. Der Endschalldämpfer wurde genauso schlecht bearbeitet, aber erstmal gehen wir mal zum Mittel-Endschalldämpfer. Und zwar, der hat da einfach ein Rohr, was einmal vom Durchmesser viel zu klein war, da irgendwie da reingedrückt. Und das Rohr war noch nicht mal ein geschlossenes Rohr. Das Rohr war halt so und hier unten offen. Und wie so ein Herz halt, ne? ja, tatsächlich war es halt. Und dann irgendwie so reingewurstelt. Und dann mit ganz ekligen, fetten, unschönen Schweißnarten zugebraten. Und irgendwie, also der Rohrdurchmesser, weiß ich nicht, was das war. Im Endeffekt war es dann fast ein Viertel zu klein oder sowas. Und dann ja, haben wir überlegt, was wir machen. Dann haben wir den Umbau nochmal richtig gemacht. Das heißt, mit ewig viel Arbeit haben die Kollegen von Hamburg East Customs dann diese Scheiße abgeschliffen, rausgenommen und den Mittelschalldämpfer wieder freigelegt und dann den Umbau nochmal im Hamburg East Customs Style gemacht. Und das ist, da liegen Welten zwischen. Also man sieht richtig, man kann vollkommen durchgucken. Das Rohr ist ein gerades Rohr, es ist ein geschlossenes Rohr, es ist eine saubere Schleifnaht. Die ganze Sache hätte sogar noch besser werden können, wenn der Vorbearbeitungstyp nicht so krass, wie soll ich sagen, gefuscht hätte, also die Arbeit hätte besser aussehen können. Und ja, das wollte ich euch einmal hier in dem Moment zeigen. Es hat noch ein Fauxpas passiert, und zwar haben sie die Landersonde, die auch hinter dem Mittelschalldämpfer, glaube ich, steckte, haben die gar nicht festgeschraubt. Also die war einfach nur handfest reingedreht, aber irgendwie war sie trotzdem nicht genug drin, also die war halt nicht angezogen, ne? Und dann fing er auch schon an also skeptisch zu werden, so, hä, wird das denn hier, wird denn hier mal rumgeschraubt und mal Hand angelegt? Ja, des Weiteren wurde ja auch der Endschalldämpfer bearbeitet und den hat man also echt ziemlich, ziemlich versaut. Also den haben wir dann nicht mehr abgenommen, wir haben das erstmal so gelassen, aber wenn man hinten in die Endrohre reingeschaut hat, waren auch hier ebenfalls die Rohre viel zu klein. Also wenn man richtig hinten ins Auspuffrohr reingeleuchtet hat, ich habe da auch eine Aufnahme von, da sieht man richtig, wie die Rohre zu klein sind auf beiden Endrohren.
Und der Topf wurde ja von oben aufgemacht. Ziemlich nicht feinfühlig, würde ich mal sagen. Also ziemlich raw das Ganze. Und dann halt rumgebraten. Und wenn du halt von hinten aufs Auto geguckt hast und dann siehst du ja, wenn du dich einmal gebückt hast, dann siehst du die Endrohre und wie sag ich denn, und den Topf, den ganzen Topf, dann hast du oben die fette Schweißnaht gesehen, wie sie das Ding halt zugebraten haben. Und das ist echt so, also eine sehr unschöne und unfeine Arbeit gewesen, das Ganze. Und ja, das haben wir erstmal so gelassen. Also den Endschalldämpfer haben wir tatsächlich so gelassen. Das heißt, er war ab Cut, den er standardmäßig noch drin hat. NOx war raus, Mittelschalldämpfer war straight, Endschalldämpfer war auch straight, war das Ding komplett straight. Dementsprechend, und so, und was ich noch vergessen habe, der Endschalldämpfer, den haben sie leer geräumt. Also die haben die komplette Wolle, die da drin war, rausgeschmissen. Das Ding, wenn du gegenklopfst, hat geklackert wie eine Blechbüchse. Und deswegen war der Sound im Ergebnis, als wir fertig waren mit der ganzen Nummer, nicht so top. Es war asozial laut, also es war echt richtig laut und vom Sound aber, sage ich mal, fehlte der schöne Klang durch die verfuschten Teile. Und mein Stand ist, dass er nochmal zu dieser Firma, er hat richtig viel Kohle für den Umbau bezahlt, also für den ersten Umbau, für den Fusch, sage ich mal, hat er richtig viel Kohle hingeblättert und die haben echt Scheiße abgeliefert. Also ich weiß nicht, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, macht euch schlau, wenn ihr auf jeden Fall Umbau machen lasst, seid am besten so klug wie ich es oder wie auch andere das machen, seid dabei und guckt, was die für eine Scheiße machen und schaut genau zu und macht euch schlau oder zeigt euch am besten oder lasst euch am besten im Voraus zeigen, welche Arbeiten sie gemacht haben, wie sie schweißen können, welche Erfahrungen sie haben. Das Dumme war einfach nur bei Dennis in dem Fall, war tatsächlich, dass er bei jemandem war, der hatte eine relativ große Halle, das sah eigentlich relativ professionell aus, aber die Arbeit, die er abgeliefert hat, war echt scheiße und er hat einfach die Arbeit da, sag ich mal, den Leuten übergeben und hat, als es fertig war, hat er sich das Ganze wieder abgeholt. Und weiß nicht, seid vielleicht ein bisschen penetrant oder so und besteht drauf, dass ihr zuschaut oder irgendwie euch zeigen lässt, was gemacht wird, wenn der Typ jeweils sagt, ja, ich möchte nicht, dass ihr das filmt oder fotografiert, weil das mein Geheimnis ist, so wie ich den Umbau mache, dann akzeptiert das, sagt, ich mache keine Fotos, alles egal, Hauptsache ich habe es irgendwie gesehen oder ich sehe die Schweißnaht oder ich sehe, dass es gut gemacht wurde, weil, weiß ich nicht, er hat jetzt im Prinzip, ich glaube, 440 €, 480 € für den ersten Umbau hat er an Sand gesetzt und musste im Endeffekt nochmal die Hälfte neu machen. Er hat sich noch einen Performance-Endschalldämpfer jetzt gekauft. Für den Übergang hat er noch einen normalen Serien-N53 Schalldämpfer sich nochmal geholt, bis er den Performance irgendwie bekommen hatte, weil das andere, das war zu laut, zu unschön. Hat auch zum Dröhnen beim Fahren geführt. Und ja, war irgendwie nicht das Gelbe vom Ei, wie man sich das eigentlich so gewünscht hat in dem Moment. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt am besten das Ganze unter einen Hut bringe, denn an dem Tag haben wir ziemlich viel gefilmt. Wir haben einmal Aufnahmen gemacht, wo er vorbeifährt mit dem ersten Setup. Wir haben ein paar Aufnahmen von innen und ein paar Soundfiles gemacht vom aktuellen, oder nach dem Umbau jetzt, Cut raus, also NOx Cut raus, Mittelschalldämpfer raus, Endschalldämpfer auch straight. Haben wir auch Soundaufnahmen gemacht. Da ist leider ein bisschen Scheiße passiert und zwar war das Mikro zu empfindlich gepegelt, dass der Sound gar nicht mehr richtig eingefangen werden konnte. Also es ist ein bisschen übertönt alles. Aber der Auspuff war auch noch lauter, als irgendwie wir eingeplant hatten. Und ja, die Aufnahme ist deswegen nicht ganz so schön geworden, aber immer noch so, dass ich euch das zeigen kann. Und dann ja, haben wir ein paar Aufnahmen, wo wir beide zusammen ein bisschen rumfahren. Ich denke mal, es ist so ein bisschen behind the scenes. So, ich habe dann so die Kamera so gehalten und dann uns beide gefilmt. Wir haben ein bisschen gequatscht über ganze möglichen N52, N53 Themen, über Auspuff und über alles Mögliche. Und ich glaube, da mache ich nochmal ein getrenntes Video, so ein Behind the Scenes oder irgendwie wir fahren gemeinsam rum oder sowas Video, keine Ahnung. Irgendwie kann man da auch ein bisschen was zusammenschneiden, weil irgendwie wäre das, glaube ich, wenn ich das alles in einem Video mache, wäre das, glaube ich, viel zu lang und würde euch nerven. Und ja, des Weiteren haben wir auch noch mich gefilmt ein bisschen und zwar hat Dennis sich auch als Kameramann angeboten und er hat das erste Mal so eine Spiegelreflexkamera in der Hand und von daher. Ja, irgendwie aus Zeitmangel und fehlender Erfahrung sind meine Videos jetzt nicht so scharf geworden, aber im Endeffekt geht es also auch erstmal ein bisschen um den Sound. Den kann ich euch auf jeden Fall bieten, zum gewissen Maße, weil auch bei mir war das Mikro zu empfindlich eingestellt und der Sound war nicht ganz perfekt einzufangen. Aber die ganze Nummer werden wir auf jeden Fall nochmal wiederholen und noch ein bisschen mehr Energie reinstecken, dass ich euch auch nochmal ein bisschen mehr von meinem Knallen, von meinem Auspuff darstellen kann als solches. Und ja, jetzt war erstmal relativ viel Gelaber und ich hoffe, ich denke mal, während des Ganzen hier, was ich hier erzählt habe, habe ich es geschafft, die ganzen Fuschbilder und Sachen einzublenden. Und jetzt gibt es trotzdem den Sound von vorher.
Soundcheck nach dem Umbau, aber wie gesagt, ist halt relativ rotzig und blechig, weil das restliche Setup einfach in dem Moment scheiße war. Durch den Fusch von der anderen Firma. Und ein bisschen Sound aus dem Innenraum, als wir zusammen rumgefahren sind, mit dem, da kann ich euch beide Sachen zeigen. Vor dem Umbau, also vor dem Hamburg East Customs Umbau und danach. Und ja, ein bisschen Talk dazu. Und ich denke, das war es soweit in dem Video. Ein relativ langes Intro, aber auch relativ wichtige Informationen. Passt auf jeden Fall auf, wie gesagt, dass ihr am besten dabei seid und zuschaut, was da umgebaut wird. Oder schaut euch das ganz genau an. Denn so, wie das hier zu sehen war, sollte es nicht aussehen. Also, ja, seid gewarnt und schaut, wo ihr es machen lasst. Und spart nicht irgendwie den letzten Cent, aber mal gucken. Er ist eine gute Adresse, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hamburg East Customs. Aber ansonsten weiß ich auch nicht. Eine Sache erzähle ich trotzdem noch. Als ich damals nämlich selber nach jemandem gesucht habe, der mir einen Auspuff umbau macht, wurden mir zwei, drei Leute empfohlen, auch hier in Hamburg und im Umkreis. Und der eine meinte, also er hatte keine Bühne und hier und da und irgendwie wirkte das nicht so professionell oder nicht so, wie ich mir das irgendwie vorgestellt habe. Und als ich dann mit Mitch telefoniert hatte von Hamburg East Customs, war das tatsächlich so, er war super korrekt drauf, er hatte Ahnung, er hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Ich habe einfach gemerkt im Gespräch, so die Sympathie stimmt und die Ahnung stimmt. Und ich habe auch die zugeschaut, wie und was die da gemacht haben zu dem Zeitpunkt, als wir damals unterwegs waren und umgebaut haben. Und von daher, ja, also achtet da auf jeden Fall drauf, ne? Und wenn da irgendwie einer erzählt, ja, ich habe keine Hebebühne, ich habe kein irgendwie sowas, ich komme da auf und muss die Schweißnaht noch mit Auspufflack irgendwie verdecken, weil einfach er scheiße schweißt oder so. Da würde ich schon mal ein bisschen vorsichtig oder hellhörig werden, weil im Endeffekt, wer gut schweißen kann, da sieht man das gar nicht großartig. Und ja, das war es soweit von meiner Seite. Auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall hören, ob euch schon was passiert ist diesbezüglich, ob ihr schon schlechte Schweißarbeiten hattet oder ihr mal Pech hattet, ähnlich so wie Dennis mit dem Auspuffumbau, dass ihr irgendwas doppelt machen musstet. Und ansonsten, lasst gerne eure Erfahrungen da. Ansonsten, ja, schöne Grüße. Ich freue mich, dass die Abonnenten weiter steigen. Und das war's soweit von mir. Also haut rein, Jungs. Peace. Gib mal ein. Hier ist auf die Autobahn, da kannst du ein Stück, da gibt es auch unbegrenzt, glaube ich, gleich. Ja. Achso, und hier ist direkt das Korb-Revier, oder was? Ja, da vorne geht es halt zu den Cops. Ja gut, das ist ungünstig, ne? Ja, aber noch geht's. Ja, noch schreit man noch, ja nicht noch so. Kann man sagen, ja, legal, alles gut. Ja, nur freigebrannt, wa? Ja, gut eingefahren. Ja, Mann, jetzt ist wieder hier, ne? Alles fachgerecht. Ja. Hat gehört?
richtig am Ende, wie das, wie der ESD halt nach, nach brabbelt, ne? Ja, Mann. Robbelt der ein bisschen, ja? Wenn du ein bisschen dieses An-Off-Wert machen fährst? Im ersten ist das ganz geil. Ja. Im ersten und dann bei 2000 Touren ist das bei mir so. Ja. Und dann auf den, beim ersten Mal hierher fahren wieder. Ja, super, super, ne? Ja. Vom Gas runtergegangen, also. Ja. Aber ich weiß nicht mal, wie viel Drehzahl. Ah, bei 3000 Touren. Ja, ein bisschen macht er. Ja, Bubba. Bubba. Das Ding ist einfach noch lauter. Also der von links war ja schon sick. Ja. Ist einfach noch lauter. Das ist echt pervers, ne? Ja, Mann! Geile Scheiße. Das ist stabil genug. Ja. Lass nochmal laufen. Ja, ist aber schon krass. Was für die ADS. Auch mal. Immer. Ja. Wird noch geiler, wenn der BP dann dran ist. Die würde ich auch machen. Weil jetzt Störfrequenzen sind ein bisschen weg dann. Ja. Und hört sich einfach sonorer und eleganter an. Ja, so wie sich das halt gehört. Diese Nachkantinger brauchen keine Sau. Ah, was für ein Fusch, ne? Hast du schlimmere Sachen gesehen? Ja. Ja? Ja. Wir hatten CL500. 388 PS Maschine. Ja. War das Rohr so angeheftet und dann aber runtergekippt, so dass es fast komplett versperrt war und das Auto fuhr nur noch 180. Weil das Abgas nicht rauskam, ne? Und dann ist er da ein Jahr fast mit rumgefahren und so. Gibt's ja nicht auch einen Frischer? Ja, kann passieren, aber ging noch. Ja. Und
dann habe ich das abgebaut, alles so, wie es halt richtig ist, mit unseren optimierten Endschalldämpfern, also die kann ich nicht ein bisschen abschneiden und alles. Dann haben wir das eingebaut, vorne in der Hardpipe reingemacht, dass er noch ein bisschen saugt und alles schön ordentlich hingemacht. Und der ist in sein Auto eingestiegen, losgefahren und dachte, er hat ein neues Auto gekauft. Er sagt, boah, das Auto schon immer so viel Leistung, wie krass. Nur weil du bei Ali warst, Digga, toll. Ja. Warst auch dran, ne? Ja, ja, wer sonst? Ja, ja, ja. Und war klar, immer wieder die scheiß Kanacken. Boah, ey, Zitterarm, Alter. Matsch, wa? Vom Hals. Ja. Hey, wir haben hier Ausflug bearbeitet. Beziehungsweise Nachtkastrof. Kennst du, ne? Noch so einer, noch so einer. Katastrophe. Aber für 3,25 geht trotzdem gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin sowieso, vorher bin ich einen Golf gefahren, einen Golf 4er. Ja. Mit 75 PS. Ja, das ist ein Unterschied, das war, ne? Das war ein Lichtsprung, war das. Das war der Sprung auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich werde das auch noch ein bisschen auskosten mit den 218 PS jetzt. Ja. Bis ich dann den optimiere. Hast du nochmal den Kick, ne? Dann hast genau, du es nochmal. Genau, dann ist der Kick wieder da. Uns fehlt ein Step einfach, ne? Ja. Sechster. Was ist dieses Gas? Wer? Gas? So geht's halt, ne? Boah, ja. Sind wir auf die Bahn, oder? Ja, kann man machen, oder? Ja. Was sind wir daneben runter nach Hamburg? Hier, ne? An den Kops überall. Jetzt extra. Ja. Da muss ich jetzt mal gucken, so beim Durchbeschleunigen mal gucken. Ganz hochtourig, wie der da so wie klingt, dann ne? Klingt, ne? Ja, zieh mal, kannst du mit dem zweiten rauf und dann durchziehen. Ja. Vorbei. Das vorne steht einer. Spar dir mal den Auftritt auf der, auf der Auffahrt. Besser ist das. Jetzt schon hier rote Lampen an. Siehst du das? Hm. Ja, hier in dem Anhänger, wo? Was für ein Umbau. Das hat BMW so geil, ne? Ja. Gerade das Schreien oben rum. Ich so, ja, immer, ne? Mit dem Schieber da. Wenn du zumachst, immer direkt auf die Ohren. Ja, aber genau wegen diesem Sound lebe ich BMW einfach so, ne? Ja.